Willkommen zurück, Freunde. Ihr seht's oben links. Ich habe ein bisschen HP nachgefarmt. Und ich bin auch beim entsprechenden Spot angekommen, sodass wir gleich bei der Hauptmission weitermachen können. Aber wir haben hier anscheinend noch eine Nebenquest. Die nehmen wir auf jeden Fall an, aber machen werden wir sie höchstwahrscheinlich später. Ist sie krank? Ja. Sie ist stark. Aber das Fieber will nicht sinken. Es wird immer schlimmer. Ihr Name ist Shiana, meine Schwester. Kann ihr in Sonnenfall denn niemand helfen? Wir sind Geflüchtete. Wir kommen zuletzt. Und es gibt nur einen Heiler in diesem Gebiet. Er ist schwierig. Seine Seele ist im Schatten. Seine Seele ist im Schatten? Galif, so heißt er. Er ist sehr klug, aber er hat wenig Mitgefühl. Vielleicht hat die Wüste es ihm ausgebrannt. Vielleicht war er schon immer so. Wie auch immer. Er wird uns nicht helfen. Na, wir werden sehen. Wo kann ich ihn finden? Zuletzt hat er Soldaten in Wappenbrück verarztet. Noch ein Grenzkampf. Okay. Ich passe schon auf dich auf. Quest ist angenommen, aber wie gesagt, machen wir erst später. Halte dich bloß an die Regeln. Ja, das Ding können wir eigentlich nochmal schnell aktivieren. Ich hasse ja hier die Nacht. Aber nun gut. Es ist, wie es ist. Okay, wir können sorglos in dieser Stadt durch die Gegend laufen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das Schöne ist, wir haben hier auch einen Händler. Wir müssen auf jeden Fall mal etwas verkaufen. So, bei den Rohstoffen haben wir bestimmt... Ja. Hier haben wir ein paar Metallgefäße, die ruhig weg können. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Platz am Start. Was kann noch weg? Das kann noch weg. Ein bisschen Draht kann weg. So. Plätze dazu bekommen. Ja, sollte erst einmal reichen. Was haben wir hier noch? Den einfachen Crab können wir weghauen. Da haben wir dann auch wieder ordentlich Cash am Start. So, fast 10.000 Scherben. Keine Ahnung, wofür wir die noch brauchen sollten, aber wenn, dann haben wir auf jeden Fall welche. Der Sonnenring. Eine stolze Tradition der Kaja. In Meridian ist es nicht so. So, die Maschine haben wir noch nicht gesehen. B-Mod. Ich bin okay. Sicher, Sie vermissen es. Keine Schwächen hat er anscheinend. Ja, mal schauen. Wir werden wahrscheinlich in diesem Stärkering unsere Stärke beweisen. Der Angriff auf ihr Fokusnetzwerk wirklich erfolgreich war. Oh, was willst du? Sehr gut. Willkommen in der Zitadelle, Aloy. Ich melde mich gleich wieder. Und einstweilen, wenn ihr etwas über die heutigen Kopfgelder erfahren wollt, das Ding hier kann doch irgendwie nur in die Hose gehen. So wie er das schon berichtet. Ich nehme die Scherben, auch wenn ich dafür beharre, was zu tun. Oh Mann, mal sehen, was da noch bei rumkommt. Durch die Pracht der Sonne offenbart. Seht her, seht Itamen,
den einzig wahren Sonnenkönig. Das Licht im Schatten. Sein Wille ist Licht und sein Licht ist Gesetz. Ich befehle, Lucent Bahavas in meinem Namen zu sprechen. Durch den Willen des strahlenden Itamen brennt die Sonne gnadenlos auf den Verräter Uthid. Der Jäger, der uns seinen Kopf bringt, erhält ein Kopfgeld von 500 Scherben. Naja, eher Gefangener als König, nicht wahr? Was für tolle Haare. Du und ich müssen reden, kleine Jägerin. Das grüne Zelt, unten in Schattenseite. Ich warte dort. Keine Zeit. Du bist doch keine Kopfgeldjägerin. Uthid ist unschuldig. Also komm zu mir. Noch haben wir Zeit, um ihn zu retten. Also, der Eingang, den ich meinte, ist direkt hinter dir. Das soll wohl ein Witz sein. Keineswegs. Und keine Angst wegen der Falken. Sie sind zu beschäftigt, um dich zu beachten. Das erste Mal in der Zitadelle, du musst den Sonnenring sehen. Ja. Jetzt haben wir sogar noch eine Nebenquest kassiert. 7000 Erfahrungspunkte, die wären natürlich nice. Hier haben wir auch nochmal 5000. Was machen wir jetzt? Ich glaube, wir sollten erst einmal die Hauptquest machen. Sie wollen, dass wir ihn sehen. Er ist ziemlich beeindruckend. Die IPs dürften uns hoffentlich nicht davonlaufen. Von da aus ist es kein tiefer Fall. Okay, wunderbar. Jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen Parkour-Action machen. Und es sieht so aus, als wenn wir in die Arena müssen. Auf die andere Seite des Turms. Suche nach der Lüftung. Du warst also schon mal hier. Sieht so aus. So, jetzt ist es sehr wichtig, dass du mir gut zuhörst. Ich habe dir den Weg hineingezeigt, aber wenn du ihn betrittst, gibt es kein Zurück. Bevor du hier in die Tiefen hinabsteigst, solltest du vollkommen entschlossen, ausgerüstet und konzentriert sein. Keine Ablenkungen. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, erledige es zuerst oder schweige darüber. Ich werde kein Gejammer tolerieren. Ist das klar? Du wirst es tolerieren müssen, Silence. Ich habe dich nicht darum gebeten, mich zu begleiten. Alles klar, das ist dann jetzt wohl der Point of No Return. Ich gehe runter. Ein Leben lang wollte ich die Geheimnisse dieser Welt entschlüsseln. Woher die Maschinen kamen. Wie die Alten solche Wunder taten und trotzdem kamen Verderben und Tod. Ein Leben voller Fehlschläge. Denn Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, rannte ich gegen Mauern und gegen verschlossene Türen. Hallo? Bis eine Nora-Jägerin aus dem Wilden Osten kam. Und voilà, sie kam und alle Geheimnisse wurden ihr enthüllt. Ich glaube, du wirst mit dieser Tür besser zurechtkommen als ich damals. Identiscan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Fehlfunktion. 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 Soll das ein Witz sein? Du hörst mich nicht lachen. Sei still. Es muss irgendwie gehen. Hey! Elisabeth Sobeck hier! Bitte Zutritt! Zutritt angefordert. Root-Befehlsfunktionen verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Will ich! Öffne diese Tür! Analysiere. Primärzugang außer Betrieb. Mechanischer Fehler. Notfallbelüftungsverfahren verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Ja. Notfallbelüftung autorisiert. Ich habe dich unterschätzt. Ich dachte, du... Man
kann nicht alles haben. Das erregt Aufmerksamkeit. Wir werden hier nicht mehr lange allein sein. Wir? Ich sehe hier unten nur eine, die ihr Leben aufs Spiel setzt. Ja gut. Machst du jetzt bitte weiter? Es gibt so viel zu lernen und so wenig Zeit. Die Frage ist, nutzt uns der Silence aus? Zero Dawn. Zero Dawn. Wir haben es gefunden. Überrascht dich das wirklich? Okay, dann werden wir gleich auch endlich mal herausfinden, was Zero Dawn überhaupt ist. Hier haben wir noch ein paar Pilze, falls wir später welche brauchen. Bitte nehmen Sie Platz und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden. Einige Erfrischungen und Snacks stehen für Sie bereit. Ein kleinerer Raum. Na, den nehmen wir auch noch mal mit. Bitte begeben Sie sich in den Vorstellungsraum 1. Dort erwartet Sie eine wichtige Nachricht. Was war das hier? Eine Holographenbühne. ZDU1. Oh, okay, dann werden wir die aktivieren. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Ich bin General Harris, Vorsitzender der Stabschefs der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich weiß, es gibt Gerüchte, dass Zero Dawn ein streng geheimes Superwaffenprogramm ist, das technologische Wunder, das uns vor der Pharaoh-Plage bewahrt. Wenn Operation Enduring Victory die Roboter lang genug aufhält. Ich weiß deshalb so genau, dass es Gerüchte gibt, weil sie von mir kamen. Und es sind alles Lügen. Zero Dawn ist kein Superwaffenprogramm. Und es wird uns nicht retten. Nichts kann uns retten. Gar nichts. Als der Fehler erkannt wurde, war es bereits zu spät. Nichts konnte die Pharaoh-Plage stoppen. Nichts half. Die Roboter vermehren sich immer weiter und verschlingen die Biosphäre. Das Leben auf der Erde erlischt und unser Planet wird zu einem Ödland. Ein globales Aussterben steht uns bevor. Egal wie viele wir töten, die Zahl der Roboter wird exponentiell anwachsen. Hätten wir die Deaktivierungscodes, könnten wir sie abschalten. Den ganzen Schwarm. Doch die kryptografischen Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen. Man bräuchte 50 Jahre, um die Codes zu knacken. Und wir haben 16 Monate. Nicht gerade eine gute Überlebenschance. Die Vernichtung einer Biosphäre ist nicht die Art von Apokalypse, die man in einem Atombunker aussitzen kann. Die Erde wird nicht mehr da sein. Nur noch ein toter, giftiger Fels mit Millionen von Pharaoh-Robotern. Schlafend. Auf Nahrung wartend. Das steckt hinter den Lügen über die Operation Enduring Victory. Meinen Lügen, die Millionen von Unschuldigen dazu bringen sollten, sich auf den Schlachtfeldern zu opfern. Warum? Aus einem einzigen Grund. Um Zeit für sie zu gewinnen, damit sie hier arbeiten können. Zero Day. Der Tag, ab dem kein Leben existiert, nähert sich schnell. Man kann es nicht stoppen. Die Hoffnung von Zero Dawn ist, dass vielleicht etwas Neues entsteht. Aber es liegt bei Elizabeth Sobeck, diesen schwachen Hoffnungsschimmer aufrechtzuerhalten. Harris, Ende. Nicht. Das Leben auf der Erde ist nicht erloschen. Er sagte, man könne es nicht stoppen. Aber es wurde gestoppt. Irgendwie hat Elizabeth uns gerettet. Ich muss weitersuchen, herausfinden, wie sie das geschafft hat. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die Antwort bekommen, was Zero Dawn ist. Massengenozid, damit die Forscher ein bisschen Zeit haben. Lass dich nicht davon abhalten, die Wahrheit herauszufinden. Ausschwärmen! Tötet, was sich bewegt! Was ist das? Okay, jetzt haben wir hier ein paar Gegner. Ich hoffe, ich verlaufe mich nicht zu heftig.
Dann mal los. Okay, der ist tot. Jetzt hat er sich sogar selber noch verwundet. Okay. So, da war der Ausweichknopf. Und wir sind schon zu weit gekommen, um uns von diesen primitiven Wilden aufhalten zu lassen. Die Datenpunkte. Was enthalten sie? Wo haben wir denn die Datenpunkte? Ach, da hinten geht's lang. Na, auf der Map haben wir verschiedene Kisten und Boxen, aber irgendwie komme ich da nicht hin. Interessant. ZBO2-Daten intakt. Wiedergabe wird eingeleitet. Elisabeth Sobeck. Sie wissen es jetzt. Und es ist wahr. Die Pharaoh-Plage verschlingt die Biosphäre. Alles Leben wird verlöschen. Aber muss das das Ende sein? Gibt es für das Leben eine Zukunft? Was, wenn wir einen Samen erschaffen, aus dem nach der Vernichtung neues Leben erblüht? Das ist das Ziel, die Hoffnung von Projekt Zero Dawn. Ein hochintelligentes, vollautomatisches Terraforming-System, das aus der Ödnis Leben erschafft. Was braucht dieses System? Als Kern braucht es eine gute KI, die in der Lage ist, durch Trillionen von Entscheidungen unsere Biosphäre wiederherzustellen. Selbst unsterblich, in der Lage, das Leben wieder neu erblühen zu lassen. Wir nennen sie Gaia. Mutter Natur als KI. Doch das ist nur der Kern des Systems. Sie braucht die Begleitung und Unterstützung einer ganzen Palette untergeordneter Funktionen. Sie erweitern sozusagen Gaias Verstand und jede Funktion dient einem bestimmten Zweck. Das sind keine KI, aber trotzdem ist klar, jede von ihnen stellt eine größere technische Herausforderung dar, als je zuvor in der Menschheitsgeschichte bewältigt werden musste. Hardware für Schutz und Reifung von Billionen Samen und Embryonen, die neues Leben spenden. Der Bau unterirdischer Anlagen, die das alles enthalten. Und das ist nur der Anfang. Wir müssen nicht das ganze System bauen. Das Schöne am vollautomatischen Terraforming-System ist, dass es sich selbst bauen kann. In den nächsten Tagen hören Sie, wie all diese Funktionen, das, woran Sie jeweils arbeiten, zusammenpassen. Wie wir im Wettlauf gegen die Zeit die Bioproben nehmen, die Software schreiben, Technologie und Anlagen bauen. Wie wir sie schließen und versiegeln, ehe das Unvermeidliche eintritt. Doch noch wichtiger, dass noch nicht alles zu Ende ist. Dass Gaia die Deaktivierungscodes erzeugen wird, von denen Harris sprach. Und dann Sende-Arrays baut und sie überträgt, um die Pharaoh-Roboter abzuschalten. Dass Gaia die notwendigen Roboter für jede erdenkliche Arbeit nicht nur aufbauen, sondern auch konzipieren kann. Von der Detoxifizierung der Atmosphäre und der Meere zur Neubegrünung der Erde mit eingefrorenem Saatgut und zur Besiedlung der Erde mit Tieren. Und dann, wenn all das getan ist, wird eine neue Generation von Menschen, erzeugt in Ursprungsanlagen in aller Welt, an Apollo teilhaben. Dem Archiv unseres Wissens und unserer kulturellen Errungenschaften, wodurch sie von uns erfahren, von der Welt. Und am wichtigsten, von Fehlern, die wir gemacht haben. Dies ist kein unmöglicher Traum. Wir können es schaffen, mit harter Arbeit und unbedingtem Willen. Das Leben hier wird enden. Doch wenn Sie mir helfen, und Gaia, gibt es noch eine Zukunft. Bleiben Sie und formen Sie diese Zukunft. Also,
Die gesamte Erde wurde vernichtet. Okay, deutlich mehr Kontext jetzt auch nochmal. Ja, von einer Maschine. Einer Schöpfungsmaschine. Elisabeth hat das getan. Für das Leben. Für uns. Aber was ist dann mit Hades? Wenn er ein Teil von Gaia war, wie ist er dann im Wrack eines Pharao-Roboters gelandet? Und warum will er mich töten? Und Apollo, das Archiv des Wissens, was ist damit passiert? Ich bin genauso verwirrt wie du. Vielleicht liegen die Antworten vor uns. Natürlich mache ich es. Die Möglichkeit zu bekommen, wieder aufzubauen, was ich... Der Schaden, den ich... Ja, ich fühle mich der Aufgabe nicht würdig. Aber ich mache es, auf jeden Fall. Ich möchte noch einmal betonen, dass es hier nie um ihr Verschulden ging. Für mich schon. Dr. Sobek, Margot, es war damals eine kluge Entscheidung von Ihnen, Pharao zu verlassen. Aber keiner von uns hat das als Warnsignal gesehen. Wir haben uns gesagt, dass sie einfach nicht für die BTRI-Intrigen geschaffen sind. Das steht für Better Than Rapid Innovation. Besser im Wettbewerb. Besser als die anderen. Eine bessere Tötungsmaschine. Ist es nicht erstaunlich, dass es 1,5 Jahrhunderte Science Fiction nicht geschafft haben, unsere Spezies vom direkten Weg ins Verderben abzubringen? Ich habe genug von diesem Leben. Ich meine, ich werde hart arbeiten, doppelt hart, um das hier zu verdienen, für meine Familie, damit sie einen Platz im Elysium bekommt. Ich hätte nie gedacht, dass ich etwas wieder gut machen kann. Um sicherzustellen, dass ich mich dieses Mal benehme... Sicherheitspersonal, zu Ihrem Schutz. Möchten Sie darüber sprechen, wie Sie sich fühlen? Na klar. Ich sag's Ihnen. Überrascht. Nein, geplättet. So würde mein alter Herr es ausdrücken. Vollkommen geplättet. Diese Ader, die immer an seiner Stirn pulsierte. Ich dachte, sie wären einfach nur viel zu schlecht auf ein Raumfahrtprojekt vorbereitet. Aber jetzt sehe ich, dass es schlimmer ist. Viel schlimmer. Sobek ist eine Träumerin. Eine gefährliche Fantastin. Dieser übertriebene Optimismus, das ist grundgütiger. Es tut mir leid, dass dieses Treffen eine Zeitverschwendung war. Ich möchte jetzt gehen. Das ist leider nicht möglich. Alles, von dem Sie hier reden, ist nicht möglich. Ich empfehle Ihnen, die Dokumente durchzulesen, die Ihre Optionen erläutern. Ich habe genug gesehen. Ich will hier weg. Was soll das? Lassen Sie... Nehmen Sie Ihre Hände weg! Wenn Ihnen noch übel ist. Nein, die Medikamente wirken. Ich spüre meine Zunge nicht mehr. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich daran glaube. Aber der Schaden ist zu groß, zu weitreichend, zu vollkommen. Bei allem Respekt vor Dr. Sobeks Arbeit bei Miriam. Nein, nein, das Leben findet nicht immer einen Weg, um weiterzumachen. Manchmal kommt es nicht zurück. Wie in Syzygy East, wie im Kongo... Wie auf Timor. Wie wir. Das ist unsere Belohnung? Eine unterirdische Stadt voller Sterbepatienten, die auf das Ende warten? Sie würden gemeinsam alt werden. Mit ihren Angehörigen. In Sicherheit. Ich habe keine Angehörigen. Aber vermutlich könnte ich eine Familie gründen. Leider nicht. Alle Einwohner des Elysiums werden sterilisiert. Ein Lebensraum, der etwa 2000 Personen bis zu 100 Jahre lang erhalten soll, stellt uns vor große Herausforderungen, Dr. Alpert. Wenn sich die Bevölkerungszahl erhöht statt reduziert, werden alle dort drinnen innerhalb von 30 Jahren tot sein. Ich wusste es. Ich konnte mich nur nicht dazu durchringen, es zu sagen. Egal, was du tust, stirb jetzt bloß nicht. Leisten Sie Sterbehilfe. Ich möchte kein Teil hiervon sein. Ich will nur, dass es vorbei ist. Die Sonne erfordert eine Wartezeit von 48 Stunden nach denen. Gut, dann werden wir uns hier einfach mal immer von links nach rechts bewegen. Ich bin getroffen. Nur eine Fleischwunde. Und das funktioniert. Ich bin getroffen. Gut, der Dude-Meister sieht uns noch nicht mal. Obwohl er permanent Pfeile in den Kopf bekommt. Ich bin mal gespannt, ob das mit der Tochter... Gut, es kann jetzt natürlich Zufall sein, dass nach ein paar hundert Jahren quasi so ein Doppelgänger von Elizabeth am Start ist. Mit gleicher Stimme und so weiter. Kann durchaus passieren. Gibt es noch einen anderen Weg? Oh, nee, das wollte ich gar nicht.
Ich brauche nur mein Aber Fokus. Ich hätte mir irgendwie gedacht, dass wir da noch ein bisschen mehr Aufklärung bekommen. Aber wir sind ja noch nicht komplett am Ende. Zero Dawn. Kann noch ein bisschen was passieren. Es ist Kunst im gewissen Sinne. Eine Ausdrucksform im größtmöglichen Rahmen. Aber es ist auch so unfair. Warum wurde ich ausgewählt? Hat ein Komitee das entschieden? Ein Algorithmus? Meine Familie wird gerettet, weil ich einen Abschluss in Kunstgeschichte habe? Ist das gerecht? Dr. Suvey. Christina Suvey? Ja. Okay. Tja, diese lahmen FBI-Hacker bei Mockingbird damals. Es hat echt Spaß gemacht, es ihnen richtig zu zeigen. Aber vielleicht war ich ein bisschen hart zu dieser armen Beraterin. Sie war ganz süß. Und schließlich wollte sie ja nur ihre Liste abhaken. Man kann nicht erwarten, dass sie durchschaut, wie lächerlich die Rudy eigentlich ist. Ich muss die richtige Konfiguration Gottes Schöpfung finden. Wird einem Kind in die Hände gelegt, das mit einem Hologrammerzeuger herumspielt. Ehrlich, Schätzchen, ich sag's nur, wie es ist. Guck mal, Mama, ich baue Natur. Wir haben hier noch ein Tongerät. Hey, Brads Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Und müssen hier natürlich auch noch mal wieder ein bisschen Energie an den Start bekommen. Ist hier vielleicht eine Art Lager? Schickt ihn ins Lager, um einen neuen Ermittler zu holen, nicht mich. Na, können wir da gar nichts machen? Da oben haben wir auf jeden Fall etwas, wo wir lang gehen können. Da können wir uns aber nicht festhalten. Da auch nicht. Das ist wahrscheinlich die Tür, die wir mit Strom versorgen müssen. Sehen wir aber auch nicht, wenn jetzt hier irgendwie Strom durchfließt oder sowas. Da haben wir hier irgendwo einen Hinweis. Das ist nicht gewollt, dass wir da hochkommen. Ja, wunderbar. Da kommen wir auch nicht hoch. Hier irgendwie was zusammendrehen auf Glück ist, glaube ich, auch nicht so gut. Ja, da sehen wir aber auch nichts. Das Ding brauchen wir auf jeden Fall dafür. Ja, mit dem Fokus bekommen wir hier aber in diesem Raum zumindest keine weiteren Informationen. Dann lass uns doch mal schauen, ob wir irgendwie hier die Möglichkeit haben,
darüber zu gehen. Sieht aber erst einmal nicht danach aus. Ah, wir sind jetzt hier oben. Aber auf den ersten Blick bringt uns das hier erstmal nicht wirklich weiter. Nee. Sehr schön. Irgendwie kann man dort hochspringen, aber ich vermute mal, auch hier wird das nichts bringen. Wir können da runter, da ist aber ein Loch. Wir können da runter, da ist auch ein Loch. Das bringt uns nichts. Außer HP-Verlust. Ja, geil. Da ist dann die nächste Versorgung für die Tür. Nochmal hier nach oben schauen. Nee, also all das, was wir machen müssen, spielt sich hier in diesem Bereich ab. Aber irgendwie muss es hier was geben, denn nur hier könnten wir theoretisch da hochspringen. Das funktioniert aber alles nicht. Da können wir uns auch nicht festhalten. Na, was ist denn das hier für ein Crap? Interessant. Ja, die Vorratskiste bringt uns nicht wirklich weiter. Aber das gute Ding dort, das bringt uns auf jeden Fall weiter. Aber okay. Ich werde mal versuchen, hier mein Bestes zu tun, um hier irgendwie herauszufinden, wie wir da hinkommen. Und wenn ich es geschafft habe, lasse ich es euch wissen. Also machen wir erstmal ein kleines Päuschen. Da bin ich auch schon wieder zurück, denn unter den Einäugigen bin ich mehr so der Blinde. Wir haben hier im Endeffekt die Lösung, die ganzen Pfeile sollten uns signalisieren, wo wir diese ganzen Dinger hier hindrehen müssen. Kleines Problem war, ich musste es, ich glaube, zweimal scannen, bis er die Pfeile angezeigt hat. Der letzte sagt, wir sollen nach rechts drehen. Geschafft. Ich sollte die Tür da überprüfen. Und die Tür ist offen. Sehr schön. Von hier kommen wir anscheinend nicht nach oben. Aber wenn wir durch die Tür laufen... Ah, das ist für die Tür da hinten. Ja, alles klar. Ja, durch diese Tür werden wir jetzt wahrscheinlich oben das Ding bekommen. Können dann die andere Bunkertür öffnen und dann weiterkommen. Eigentlich gar nicht so schwer das Rätsel, aber ich habe mich so sehr auf den Part hier oben fokussiert, dass ich das andere gar nicht mehr gesehen habe. Na also,
Sieht intakt aus. Na? Okay, sie hat es jetzt aufgehoben. Wir düsen nochmal eben hierher. Alles klar. Installieren der Gerät. Und hier haben wir oben links. Dann haben wir unten. Rechts und oben. So, das müsste doch passen. Oben, links, unten, rechts und oben. Ja. Aber die werden irgendwie gar nicht grün. Die Tür geht auch nicht auf. Hat er hier vielleicht nicht gecheckt, dass er richtig steht? Der hier eventuell auch nicht, weil wir ihn nicht bewegt haben. Jetzt bin ich ein wenig verwundert, aber das passt doch. Oder das Ding hier ist tricky. Und wir wissen gar nicht, dass das in der richtigen Position ist. Nee, auch nicht. Eieieiei, was ist denn hier schon wieder los? Oder es ist andersrum. Ah. Das könnte natürlich auch sein. Weil das... Steht das Ding auf dem Kopf? Ja, steht es. Okay, dann machen wir es andersrum. Also... Rechts ist dann links. Unten ist dann oben. Links ist rechts. Nee, das hat dann ja gepasst. Das war's. Ja. Die Tür sollte wieder Strom haben. Interessant. Stand auf dem Kopf. Ich habe zuerst gedacht, da unten Fargo stand, dass es dann vielleicht nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links ist. Und dann ist mir erst aufgefallen, dass Fargo auf dem Kopf stand. Ah, ganz schön tricky, die Leute hier. Eclipse, Sie sind hier. Vermeide jeden Kontakt. Die Seile sehen gut aus. Gaia. Es ist da oben, im Obergeschoss. Kannst du es erreichen? So viel zu vermeide jeden Kontakt. Okay, wie sollen wir jetzt hier durchkommen ohne den Kontakt? Ja. Ich wurde entdeckt. Oh. Die Explosion hat mich mitgenommen. Deswegen hat er wahrscheinlich auch gesagt, vermeide jeden Kontakt. Seht zu mir, Brüder! Oh, die machen aber heftigen Schaden. Oh.
Na? Shit, ich hänge in der Textur fest. Wer will uns noch die Eieieiei. Die sind aber ziemlich heftig. So, jetzt hat mich keiner gesehen. Der erste ist tot. Da ist etwas. Der zweite ist komplett blind. Komm schon, geh drauf. Du kannst da. Das Gute ist, wir haben uns ja schön mit HP vollgeballert. Oh Gott. Du Narr, hättest dich uns nicht entgegenstellen sollen. Das mit dem Ausweichen funktioniert überhaupt nicht. Dafür ist der schwere Angriff zu langsam. Aber alles abgesehen vom schweren Angriff bringt halt nichts, weil es keinen Schaden macht. Das war knapp. Stirb! Okay, der ist auch down. Ja, und jetzt ohne wirklich Schaden zu beziehen durchgekommen. Ja, ich stelle mich aber auch manchmal ziemlich doof an. Oh, da hinten haben wir noch einen. Raus aus der Schusslinie. Ah, da kommen sogar noch mehr. Wer weiß, wo die steckt? Wir werden der Reihe nach abgeknallt. Du weglaufen? Okay, der ist auch down. Sehr schön. Da oben haben wir noch zwei. Die werden wir aber auch noch bekommen. Zugang wegen Strukturversagen nicht möglich. Wo ist der hin? Der ist down. Ach, okay, das ist auch kein Boss mehr. Schatten, führe mich! Und der ist down. Das war der letzte. Sehr schön. Die Tür ist jetzt begehbar. Ach, und schon wieder ein paar Gegner. Kampf ins Haus. Gut, da könnten wir jetzt auch ein paar Bomben einsetzen oder so. So, der erste Boss ist schon mal down. Du kannst den Gerechten. Der ist auch down. Die Luft ist rein. Im Moment jedenfalls. Und dann nehmen wir einfach das dicke Gewehr und dann passt das. Ah nein, das will ich doch gar nicht. Ich wollte eigentlich nur looten. Ich habe ja immer die Hoffnung, dass ich hier noch irgendwie mit Heiltränken oder so belohnt werde.
Man kann nie zu gut vorbereitet aber sein. Aber anscheinend bin ich da zu guter Hoffnung. Aber egal, HP ist auch wieder voll. Wir haben alles geplündert, was wir hier haben. Unsere Dinger sind auch wieder voll. Hallo, ich bin Margot Shen und das ist Hephaestus. Wie der Name es nahelegt, handelt es sich hierbei um die Unterfunktion, mit der Gaia zahllose Roboter bauen wird. Also die Schmiede. Nur nicht ganz so einfach. Also Sie werden bemerkt haben, dass Sie nicht alle Robotertechniker sind. Auch Experten in Maschinenkognition, virtueller Heuristik und sowas. Tja, das liegt daran, dass wir nicht diejenigen sind, die Roboter bauen werden. Wir wollen Gaia doch nicht mit einem Haufen altmodischer Modelle aus unserem Jahrhundert belasten. Zeitverschwendung. Durch unser Wissen soll Gaia selbst ihre Roboter bauen. Und nicht nur bauen, entwerfen. Von Grund auf. Jeden Roboter, den sie brauchen kann, für jeden Zweck. Erdacht und erbaut im Handumdrehen. Ihre Hand. Somit ist Hephaestus keine Schmiede. Es ist eher das handwerkliche Wissen und Geschick eines Meisterschmieds, der den Hammer schwingt. Codiert als Software. Virtuelle Kreativität in Reinform. Gaia lernt schon jetzt. In Simulationen macht sie sehr kreative Dinge mit fraktalen Anordnungen und Tiermorphologie. Mit ihren Entwürfen lassen sich noch keine Preise gewinnen. Aber hey, alle müssen klein anfangen. Also, ja, lasst uns anfangen. Legen wir los. Ich versteh's nicht. Was genau? Es ist an einigen Stellen ziemlich... Sowas habe ich schon mal gesehen. In Brutstätten. Aber natürlich. Die Geburtsorte von Gaias Maschinen. Ja, haben sich die Maschinen das erstmal schön abgeguckt und kopiert. Ja, hier oben sind die beiden Toten. Ich glaube, das ist es. Das Büro von Elisabeth Sobeck. Aber wir kommen nicht rein. Es muss einen Weg geben, mehr Eclipse. Sei vorsichtig. Woher weißt du, dass wir da nicht reinkommen? Ich habe da eben auf die Schnelle gar keine Tür gesehen. Und du hast gesagt, noch mehr Eclipse. Wo sind die Eclipse? Willkommen bei Apollo, dem kollektiven Gedächtnis der menschlichen Spezies und Quell des Wissens für zukünftige Generationen. Ich bin Samina Ebaji. Bis vor kurzem war ich Leiterin des International Collective Memory Institute in Neu-Teheran. Als Kulturwissenschaftlerin ging es mir schon immer um den Erhalt menschlichen Wissens, kreativer Leistungen und kultureller Errungenschaften. Apollo ist, aus diesem Grund, die ultimative Verkörperung einer großen Passion. Allerdings in der schrecklichsten vorstellbaren Situation. Die Anforderungen an uns sind immens. Genau gesagt, werden wir 4 wichtige Projekte gleichzeitig erarbeiten und umsetzen müssen. Erstens, der Aufbau von Datenspeichern in Ursprungsanlagen in aller Welt, bei Sicherung der Redundanz. Zweitens, die Sammlung und Bearbeitung von geplant 180 Millionen einzelnen Dateneinträgen. 42 Zettabyte Daten auf Mandarin, Englisch, Spanisch und Arabisch. Drittens, der Transfer und die Kodierung dieser Daten auf DNA, eingekapselt in synthetischen Fossilien. Das einzige Medium, das haltbar genug ist, um sie in den kommenden Jahrhunderten vor jedem Verfall zu schützen. Und last but not least, die Entwicklung des holographischen Interface und spielbasierter Lehrpläne für die Interaktion zukünftiger Menschen mit Apollo. Die nach und nach heuristische Lernmodule freischalten und so das Wissen und Können erlangen, das sie zur Kontrolle des Terraforming-Systems brauchen. Das ist die Zukunft, auf die wir unsere ganze Arbeit ausrichten werden. Nicht nur auf den Erhalt der Vergangenheit, sondern auf das Saatkorn für einen neuen, blühenden Baum des Wissens. Willkommen. Nun beginnen wir. Alles klar, danke für die Info. Upsala.
Da hinten sind die Eclipse, okay. Da haben wir noch ein Datapad. Der hört uns nicht und sieht uns auch nicht. Seine Leiche liegt dort schön zwischen den Kisten, das ist gut. 2, 4, 6. Wir werden angegriffen. Sie steht direkt vor mir. Okay, hier haben wir anscheinend erstmal größtenteils unsere Ruhe. Zwei Bosse und ansonsten nur Kleinvieh eigentlich. Ah. Mein Aiming ist so schlecht wie eh und je. Ja, schnell weg. Und natürlich habe ich noch ein bisschen Schaden gefressen. Schon schnell aufladen. Das Ding kann ich mir aber eigentlich gut greifen, um hier noch mal so ein bisschen was aus dem Weg zu räumen. Ja, schade. Ich wollte schon sagen, sieh mal einer an. Endlich haben wir Heiltränke bekommen und dann ist mein Platz auch voll. Ist das der letzte? Hier drüben ist jemand. Das war der letzte. Wieder allein. Okay. An einem Ort, der eine Wunderhöhle hätte sein sollen. Sieh dich um. Sieh nach, ob hier noch irgendetwas ist. Ja, da hinten ist was. Ist halt nur die Frage, wie komme ich da hin? Muss ich jetzt hier irgendwelche komische Parcours-Action durchführen? Oder einfach nur die Leiter hier hochklettern? Na, komm schon. Ist kein Data-Spot. Willkommen bei Hades. Zero Dawns sicheres Vernichtungsprotokoll. Oh. Die ultimative Killer-App. Tja, Sie denken bestimmt, der Zweck von Gaia ist die Schöpfung von Leben. Was soll also diese Unterfunktion, deren einziger Zweck es ist, alles Leben auszulöschen? Ich meine, wie bitte? Ist doch irre, oder? Tja, nein. Gar nicht. Der Neuaufbau einer Biosphäre? Das ist hammerhart. Gaia ist zwar super schlau, aber trotzdem kann ziemlich viel schiefgehen. Ich meine, Sie sind also Gaia. In 200 Jahren und Ihre neue Biosphäre läuft komplett falsch. Es gibt massenhaft Alkalien. Nadelwälder werden von Stürmen zerfetzt, die Noahs Arche versenkt hätten. Ein Chaos. Einfach nicht in den Griff zu kriegen. Was machen Sie jetzt? Die Phase 1 Organismen einfach freisetzen? Hoffen, dass ihr CO2 und Methan schon alles ausgleichen wird? Niemals. Was sie jetzt tun werden, Gaia, ist Hades, das Feld zu überlassen, damit er das macht, was sie aus lauter tätiger Liebe zum Leben nicht können. Diese ganze missglückte Biosphäre abfackeln, damit Gaia es nochmal probieren kann. Okay, nicht abfackeln. Er kehrt die Terraforming-Prozesse um und erstickt alles. Das ist die grobe Idee.
Hades setzt die Biosphäre zurück auf den Ursprung. Auf Null. Ein Reset. Und dann, und nur dann, überlässt er Gaia wieder das Steuer und sagt, mach's nochmal, Mädchen. Aber dieses Mal besser, sonst wiederholen wir das Ganze. Das ist Hades. Ganz schön krass, wenn man drüber nachdenkt. Vernichtung auf Abruf. Tod per Knopfdruck. Für die gute Sache schon klar. Trotzdem, ganz schön krass. Willkommen bei Hades. Willkommen in der Leere. Okay, wenn das also der eigentliche Zweck von Hades ist, warum will er mich dann vernichten? Wir brauchen mehr Daten. Und wie ist er im Wrack eines Ferrotitan gelandet, der von den Eklipse wie ein Gott verehrt wird? Ich weiß genauso viel wie du, Aloy. Such weiter. Ach, okay, das war der Dude, der eben gesprochen hat. Auf jeden Fall sehr viele Datenpacks zu Hades, aber jetzt wird vieles klarer. Es bleibt aber nur noch zu klären, wieso wir so eine heftige Übereinstimmung mit Sobek haben. Ist das hier das, wofür ich es halte? Künstliche Gebärmütter. Maschinen, die eine neue Generation von Menschen hervorbringen sollen. Ah, das ist Aloy also. Weil die ist ja auch durch so eine Tür gekommen, wie wir anfangs passiert haben. Aha. Okay, das werden wir aber in der nächsten Folge ergründen. Aber jetzt bekommen wir vielleicht auch noch die Antwort auf das letzte Puzzlestück.